Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bakery Simulator. Wir machen weiter in unserer kleinen, feinen Bäckerei und es gibt ein neues Update. Und zwar wurde das Kuriersystem vollständig überarbeitet. Wenn wir den Kurier entsenden zu den Bäckereien am Ende des Tages, dann kostet er weniger. Statt 10% vom Gesamtauftragswert nur noch 5%. Wurde also halbiert und wir können jetzt wieder selbst, oder wir können jetzt überhaupt seit Anfang des Let's Plays erstmalig selbst ins Auto steigen und unsere Backwaren an die Kunden versenden. Und das machen wir am Ende des Parts auch, da freue ich mich drauf. Wir fangen deshalb einen neuen Tag an mit neuen Aufträgen und um das zu demonstrieren, schlage ich vor, nehmen wir mal nicht alle drei Aufträge an, sondern vielleicht mal 11-mal Grannys Brot. Und dann machen wir hier noch die Brötchen, das reicht dann auch. Dann haben wir hier zwei Bäckereien, die wir beliefern können, die wir anfahren können und kriegen das alles in einem Part unter, ohne uns hier stressen zu müssen. Aber zuallererst nehmen wir erst... Was ist hier eigentlich schon wieder passiert? Also, ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, dann liegt hier das Zeug kreuz und quer. Hier auch das Auffangbecken, diese Aufbewahrungskiste liegt hier irgendwie mitten im Nichts. Das rote Tablett liegt hier auf dem Boden. Was ist denn los hier? Ich glaube, es spukt hier. Also, manchmal finde ich das echt sehr merkwürdig. So, ich hoffe, jetzt kommen hier nicht diese ganzen Benachrichtigungen. Warte mal, kann ich die abschalten? Oh, das ist laut. Das muss ich euch erklären. Das muss ich euch erklären. Einen Moment. Kriege ich das irgendwie... Na, ich glaube jetzt, das war's. Okay. Das muss ich euch erklären. Und zwar sind das Abonnieren-Sounds. Das heißt, wenn mich jemand abonniert... Dann gibt es, sobald ich live streame, das habe ich ja in naher Zukunft vor, dass ich auf Twitch live streame, dann gibt es da eben so eine Benachrichtigung, dass irgendjemand abonniert hat oder gefollowt hat und eben so einen netten kleinen Sound, den habt ihr gerade gehört. Die Einblendung habe ich deaktiviert, das heißt, wir sehen hier keinen Namen, wer jetzt hier gerade abonniert hat, aber wir hören es. Das sollte nicht so sein. Achso, wir haben das doch eigentlich per WLAN mittlerweile, genau. Das sollte nicht so sein, das war jetzt aber so. Das ist interessant. Gut, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht taub geworden dadurch, das tut mir leid. Ja, muss ich mal nach der Aufnahme gucken, wie ich das deaktiviert bekomme. Denn das ist ein bisschen nervig. Und das war gerade ziemlich laut auf meinen Ohren. So, Backpulver 110 Gramm. Salz auch 110 Gramm. Ah ne, jetzt habe ich Zucker genommen. Ich Idiot. Das war ein Amateurfehler. So, besser. Dann Salz 110 Gramm. Gut, dann haben wir das. Dann kann hier schon mal fröhlich gemixt werden. Na, mixen bitte. Dankeschön. Dann kann ich hier schon mal die Form soweit vorbereiten. Das muss dreieckig sein, genau. Und dann nehmen wir hier unseren Wagen mit den ganzen Ofenblechen zur Hand. Dass wir da die Brötchen ganz angenehm dann drauf platzieren können, weil 55 Stück ist schon eine Menge. So, das sollte reichen. Dann schauen wir nach dem Mixer. Der ist schon fertig. Oder ist der fertig? Ja, wunderbar. Fertig gemixt. So, dann können wir den Brötchenteig hier raufgeben. Und formen die ersten 10 Brötchen. Einmal runter, einmal hoch. Wir kennen das Prozedere. Zeug kommt hier rauf. Ah, jetzt habe ich vergessen. Jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, vor lauter Aufregung über das neue Liefersystem habe ich ganz vergessen, hier das Gewürz drauf zu klatschen. Was für ein Amateurfehler. Es tut mir leid. Aber das wird sicherlich nicht der letzte Auftrag mit dem dreieckigen Brötchen sein. Wir werden schon noch unsere Gelegenheiten finden, um da ein bisschen was an Gewürzexperimenten herauszufinden. So. Da kommen noch ein paar rauf. Wunderbar.
Weiter geht's. Nochmal 10 Stück raufgeklatscht. Runter und hoch. So, dann die nächsten Brötchen hier rauf und auch hier. Zack, nochmal Teig raufgeklatscht. Runter, hoch. Wunderbar. Und die letzten 5 Stück. Raufgeklatscht. Runter, hoch. Okay, perfekt. So, dann könnt ihr den Wagen wieder nehmen. Fahren mit dem spazieren zu unserem neuen Industrieofen. Müssen das Zeug bei 200 Grad backen. Ist da noch eins rein? Ja, perfekt. Und dann hier noch die 3 Tablets. So, perfekt. 25 bis 40 Sekunden, sagt er. Dann machen wir da mal ein bisschen mehr. 30 draus. Dann runter mit dir. Und runter mit dir. Dann wird hier schon mal fleißig gebacken. Wunderbar. Dann nehmen wir direkt den nächsten Auftrag zur Hand. 11-mal Granny's Brot. Das machen wir doch auch gerne. Nehmen den Einkaufswagen zur Hand. Fahren hier erstmal zu unserer Mehlmaschine. Ich weiß gar nicht, wie heißt die offiziell. Zu den Mehlsilos. Gar nicht so schlecht geraten. Mehlsilos und erstmal hier 5,5 Kilo Dinkelmehl rein. Wunderbar. Ein Träumchen. Weiter geht's hier mit den Flüssigkeiten. So, genau. Schlauch rein. 550 Milliliter Olivenöl. Weiter geht der Spaß mit 3,3 Litern Wasser. Das war's auch schon. Und zu guter Letzt ein bisschen Hefe, ein bisschen... Oh Gott. Zucker schon auch ein bisschen. So, das war eigentlich gar nicht falsch, aber ich war gerade gedanklich beim Salz und jetzt etwas irritiert über Zucker. So, genau, das passt. Wunderbar. Dann kann hier gemixt werden für 30 Sekunden. Und wir nehmen dann hier die fertig gebackenen Brötchen zur Hand und klatschen die hier rein in die Lieferbox für Grandmas. Ofenblech wird einfach auf den Boden geschmissen, wird ja eh aufgeräumt und da es hier eh spukt und jeden Tag irgendwas Neues auf dem Boden liegt, ist das eigentlich auch egal, ob ich die jetzt auf den Boden schmeiße oder ordentlich irgendwo einsortiere. Das kann uns herzlich egal sein. So, das nächste. Zack, zack, zack. Schaut mal, wir stapeln die hier fast schon. Das wird moderne Kunst, was wir hier veranstalten. Es kommt hier noch eins hin. Ja, das wird ein Kunstwerk. Nur die Frage, wie wir das benennen. Der Brötchenbäcker, der moderne Brötchenbäcker im 21. Jahrhundert. Und F12, Screenshot. Wunderbar. Alternative Namensvorschläge könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. So, Granny's Brot. Was brauchen wir denn da für eine Spezialzutat? Honig ist ein gutes Gewürz dafür. Dann wird doch ein bisschen Honig hinzugegeben. Sehr gerne. Wenn die Granny das mag, soll die Granny ihren Honig bekommen. Und dann nutzen wir hier diese Maschine jetzt. Das obere ist richtig, finde ich. Sieht richtig aus. Und klatschen wir den Teig da irgendwie rein. Auch nicht. Funktioniert das denn? Maschine, die Teig zu langen oder runden Brot formt. Also ich kann da keinen Teig reinmachen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich klicke gerade auf die Maus und da passiert nichts. Oder jetzt erst? Nee. Gut, dann nehmen wir die andere Maschine. Aber ich befürchte, dass es sich dann da wieder über die Form beschwert. Na gut, dann klatsche ich das hier rein. 11 Stück passt an sich. Dann darfst du loslegen. Ja, da beschwert er sich über die Form. Richtig. Ja, keine Ahnung, meine Damen und Herren. Ich weiß es nicht. Wieso, weshalb, warum das so ist. Kann's mir nicht erklären.
liegt auch ein Ofen gleich auf dem Boden. Unglaublich. So, du darfst ausgeschaltet werden. Dann klatschen wir das Brot hier rauf. Hallo? Meine Damen und Herren, das ist hier bitte auch. So, genau. 6 und 5, das sind 11 Stück. Wunderbar. So kriege ich... Perfekt, die kriege ich dahin. So, dann schieben wir den... Oh nein, wir haben den Bug schon wieder, oder? Ja gut, wir schieben den Wagen nicht zum Ofen. Ich laufe selbstständig zum Ofen. Das geht schneller und erspart uns ein paar Nerven. Einmal und schnell hintergerannt. Zack. Und zweimal 220 Grad, 60 bis 80 Sekunden. So, das reicht. Runter mit dir. So, wunderbar. Dann wird das fertig gebacken. Klatsch. Wir können ja trotzdem ein bisschen guten Willen zeigen und hier wenigstens ein bisschen aufräumen. Gut, das werde ich nicht mehr gefixt bekommen. Oh doch, jetzt geht's wieder. Sehr interessant. Okay. Ja komm, das stelle ich immer so an den Rand. Sieht hier gar nicht so verkehrt aus. Ist ein guter Ort dafür. So, das Brot, das wird doch schön braun und knusprig gebacken. Wunderbar. Ich trinke kurz einen Schluck. So. Die letzten Sekunden. 10 Sekunden noch. Ja, das wird auch brauner so langsam. Aber es flackert ziemlich. Das sieht ganz so aus, als wäre hier irgendwie das Ofenlicht ein bisschen kaputt. Ah, jetzt hat sich's beruhigt. Ja, schön braunes, knuspriges Brot für die Granny. Was gibt's Besseres? So, da einmal 6 Stück rauf. Das kommt hier auf unseren Stapel an benutzten Ofenblechen. Und die letzten 5 Stück rauf. Zack. Und dann können wir Auto fahren, meine Damen und Herren. Ich freue mich, ich freue mich. Wir fahren Kurier. Zack, zack, in die Stadt bewegen. Hurra! So, und das ist unser Auto, genau. M für Map. Ah, okay, das habe ich gut geraten. Okay, wir müssen ja erstmal zu dem ersten blauen Marker. Der ist rechts von uns im Osten, Nordosten. Okay. Muss ich da irgendwie noch rein und das Zeug einladen oder was ist da los? Meine Bäckerei, zurück. Nee, das möchte ich nicht. Wir haben noch 8 Minuten Zeit, um dorthin zu fahren. Das kriegen wir hin. Und boah, meine Damen und Herren, also... ich möchte jetzt nicht schlecht über das Spiel reden, aber... Also... Die Fahrphysik ist eine mittelschwere Katastrophe. Und ich sehe auch gar nicht, ob das hier jetzt eine grüne... Okay, ist grün. Ist aber sehr schwer, das zu erkennen. Buslinie fahre ich mal lieber nicht. Boah, also das ist sehr arkadlastig, diese Steuerung. Und modischer Ort, weinende Gassen, schön. Und nicht wirklich angenehm. Ich glaube, ich bin jetzt über Rot gefahren und ich höre irgendwelche Polizeisirenen im... Hintergrund, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier eine Strafe zahlen muss. So, hier ist eine Bäckerei, hier müssen wir eigentlich hin. Ah, da ist ein grüner Bereich, da muss ich hin. Blinken geht, glaube ich, nicht, deshalb tue ich das auch nicht. So, wir müssen hier an diesen Ort liefern einmal. Wunderbar, das gibt Geld. Und ich kriege Steam-Belohnungen. Und der nächste Ort ist da über die Brücke. Okay, muss ich hier lang fahren? Dieser Innenstadt oder was das ist. Ich weiß gar nicht, ob hier Autoverkehr zulässig ist. Offensichtlich schon. Hier über die Brücke, über den Fluss. Dann erstmal geradeaus. Es ist ja unglaublich. So, ich fahre einfach mal weiter geradeaus. Ihr seht unten links da den blauen Marker. Da müssen wir hin. Ey, also das steuert sich echt kompliziert. Oder nicht so angenehm. Kompliziert ist es jetzt nicht, aber... Ja, nicht so super. So, eher für liefern, wunderbar. So, keine Verspätung. Hier gibt es nur 70% Punktzahl, vermutlich wegen der falschen Form des Brotes. Aber ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ich weiß es nicht, es tut mir leid.
Wir machen weiter, sind Level 27, haben die Rollmaschine freigeschaltet. Ruf 35, wunderbar. Okay, zurück zur Bäckerei. Das war das Liefersystem. Interessant, sehr interessant. Ich schlage vor, beim nächsten Mal liefern wir wieder unser Gebäck aus. Das war mal eine interessante Erfahrung. Ist eine nette Abwechslung, ist ein interessantes System. Ich danke euch fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Ein Klick für euch und dann freue ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Bakery Simulator, jetzt mit neuem Liefersystem. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.